Man kann über den ersten FC Saarbrücken denken, wie man will. Er nimmt in dieser Liga eine große Rolle ein, auch bei den Fans. Und damit wären wir bei dem Spiel, das auch heute wieder die größte Publikumsresonanz in dieser Oberliga hatte. Mettlach gegen den ersten FC Saarbrücken. Ein gedankenschwerer Trainer, der Mettlacher, der weiß, was er da hat, wenn der erste FC Saarbrücken kommt nach 4 Niederlagen. Dagegen der erste FC Saarbrücken mit 10 Spielen ohne mittlerweile verloren zu haben. 2 Unentschieden, 8 Siege. Also ein ganz schweres Spiel für die Mettlacher. Daniel Scheider. Ja, Marcel Rosgoni kam heute ins Team. Rekordbesuch in Mettlach mit 3000 Zuschauern. Die Saarbrücker Fans waren mit dem Schiff die Saar hinaufgekommen und wollten im Stadion am Schwimmbad die Party von letzter Woche fortführen und wieder viele Tore sehen. Er wollte Tore verhindern, Steffen Bodem, der Mettlacher mit einer Maske nach Jochbeinbruch. Der Abwehrmann ist hart im Nehmen, ebenso wie Helmut Hörter. Hier dürfte ein Mettlacher nach Rotsperre wieder dabei sein, der vor Jahren mal in Saarbrücken gespielt hat. Mettlachs Fans, erwartungsfroh nach 4 Niederlagen in Folge, wollte man heute gegen den Favoriten besonders gut aussehen. Zunächst nicht viel los im Stadion, dann ein schöner Pass auf Marcel Rosgoni. Erste Annäherung vor das Mettlacher Gehäuse und gleich das Tor. Michael Petri war es in der 8. Minute. Noch einmal diese Situation, Marcel Rosgoni ist ja nicht gerade als Techniker bekannt, nimmt den Ball schön an und Petri kann vollenden. Ein Auftakt nach Maß für die Fans des Tabellenführers, die so zahlreich nach Mettlach gepilgert waren. Aber Saarbrücken zunächst keineswegs sicherstehend in der Defensive, diese Situation zeigt das Ganze. Mettlach aber irgendwie nicht clever genug, das Ganze auszunutzen. Es gab Freistoß nach diesem Foul an Christian Lutz. Markus Kneip hatte ja gesagt, ich will euch kämpfen sehen, Jungs, mehr nicht. Patrick Heinz mit dem Freistoß, aber Enver Marina hält. Der Keeper heute Kapitän im FCS-Team. Saarbrücken weiter relativ sorglos in der eigenen Defensive, ob der knappen Führung. Christian Lutz wird wenige Minuten später hier gefoult von Marina. Da forderten die Mettlacher Fans bereits rot. Es gab gelb für den Keeper, der nicht letzter Mann gewesen war. Also noch einmal eine Standardsituation für Mettlach. Ein Freistoß, ähnliche Position. Gefährlich. Jens Kirchen aus der Drehung knapp vorbei. Jens Kirchen, der Stürmer, eine hundertprozentige. Solche Chancen musst du natürlich nutzen gegen den Tabellenführer. Und dessen Klasse blitzte natürlich relativ selten auf. Aber in dieser Situation noch einmal. Nasi Fajdarovic, Mutterseelen allein, das 2:0. Daniel Paulus, der Torwart der Mettlacher, war da nicht im Bilde. Nasi Fajdarovic mit seinem 11. Saisontor. Naja, also die Führung natürlich gut für den ersten FC Saarbrücken, aber relativ unverdient. Jetzt war natürlich Party angesagt für die FCS-Fans. Noch einmal Mettlach dann mit einem Freistoß und man sieht, diese Mannschaft kämpft. Helmut Hörter mit einer guten Chance aus spitzem Winkel. Also die Führung für die Saarbrücker doch relativ unverdient zur Pause. 0:2. Dieter Ferner im zweiten Abschnitt natürlich versucht, sein Team nach vorne zu treiben. Aber zunächst wiederum nur Mettlach am Spiel. Und am Drücker, das ist das Tor. Der durch Steffen Bodem, der Mann mit der Maske war es. Wir hatten zunächst einen anderen auf der Rechnung. Wir schauen uns das Ganze noch einmal in der Wiederholung an. Christoph Wendel mit dem Kopfball und dann ist Steffen Bodem da und drückt den Ball über die Linie. Saarbrücken leicht geschockt, war sich offenbar zu sicher. Dann Standardsituation und gleich wieder die Reaktion. Unfassbar. Samer Mosahin war es mit diesem wunderschönen Freistoßtor ins rechte obere Eck. Sie haben nicht gut gespielt, aber sie haben im entscheidenden Moment einfach die bessere Antwort gehabt. Ins rechte obere Eck. Ich glaube, da kann man David Paulus keinen Vorwurf machen. Samer Mosahin, der ehemalige Elversberger. Und Dieter Ferner natürlich jetzt zumindest mit dem Ergebnis zufrieden. 4 Minuten später nochmal Standard, ähnliche Entfernung und nochmal Tor durch Marcel Rosgoni. Der erfahrene Mann, zweite Liga hat er gespielt, Regionalliga. Er ist nicht der feine Techniker, aber hier war wohl auch Torwart David Paulus nicht schuldlos. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich glaube, den kann man halten, wenn man eben nicht 2 Meter vor dem Kasten steht. Der Ball ist lange
in der Luft. Im 4-Minuten-Takt ging es jetzt weiter. Mettlach brach zusammen. Michael Petri, noch einmal Tor. 5:1 für Saarbrücken, wieder ein Standard. Die Abwehr jetzt einfach nicht mehr im Bilde beim Aufsteiger. Saarbrücken musste gar nicht viel tun. Die Chancen wurden nicht herausgespielt und trotzdem lag Saarbrücken deutlich vor. David Paulus, heute sicherlich kein sicherer Vertreter der Mettlacher. Es tat sich nicht mehr allzu viel danach. Mettlach konnte irgendwie nicht, wie man hier in dieser Situation sieht. Und Saarbrücken, nun ja, man schonte sich vielleicht schon für die kommenden Aufgaben nächste Woche. Stimmen zu diesem Spiel. In der Oberligapartie SV Mettlach gegen 1. FC Saarbrücken 1:5. Um in so einem Spiel etwas mitzunehmen, muss alles funktionieren. Da muss jede Position funktionieren und heute hat nicht jede funktioniert. Und ich denke, alle, die hier waren heute, wissen ja, um welche Position es auch geht. Genau, das war die Torhüterleistung. Ein Wort dazu? Das würde ich mit dem David unter 4 Augen regeln, aber die war mit Sicherheit nicht in Ordnung. Ja, ich meine, das hat man gesehen. Wir haben aus dem Spiel heraus kaum was zustande bekommen. Wir haben auch keine großen Torchancen erspielt heute. Die Tore, die gefallen sind, sind aus Standardsituationen gefallen. Man hat gesehen, wenn wir mal direkt gespielt haben, wenn wir den Ball haben laufen lassen, haben wir uns Chancen erspielt. Ansonsten war viel Leerlauf drin heute. Der FCS marschiert durch diese Liga, wie er will. Selbst wenn sie schwach spielen, gewinnen Ferners Jungs. Wer will die eigentlich schlagen? Die nächste Chance dazu hat die bisher zweitstärkste Saartruppe in der Oberliga. Der FC Homburg nächsten Samstag. Steffen Demuth, bitte. Also es ist angerichtet für das Saar-Derby 1:2. 1. FC Saarbrücken gegen FC 08 Homburg. Der Klassiker, wie der Kaiser jetzt sagen würde, im saarländischen Fußball. Ich denke auch ein gut besuchter Ludwigspark am kommenden Samstag mit vielen hoffentlich dann guten Szenen und vielen hoffentlich guten Szenen auch auf den Rängen. Sprich positive Unterstützung und nichts anderes, was wir erwarten wollen für dieses Derby. Der ganze 14. Spieltag dieser Oberliga, nochmal auf einen Blick, das sind die Ergebnisse. Pirmasens-Elversberg gestern Abend 0:0, Würges-Rosbach 1:0, Hauenstein-Mechtersheim 1:0, Homburg, die 2 Tore gegen Main, Sie haben sie gesehen. Die 6 Tore im Derby Mettlach-Saarbrücken haben Sie auch gesehen. Bad Breisig gegen Idar-Oberstein 0:2, Sportfreunde Köllerbach, Borussia Neunkirchen 1:1, Betzdorf-Hasborn 2:0, Morgen dann Waldalgesheim gegen Niederauerbach. Die Tabelle 36 Punkte, die Position Nummer 1, grün unterlegt für den 1. FC Saarbrücken. 5 Punkte dahinter der FC Homburg. Das heißt, im nächsten Spiel, am nächsten Spieltag in diesem Derby, da wird auch so etwas wie eine Vorentscheidung fallen in dieser Liga. Dahinter 26 Punkte Pirmasens. Das ist schon ein richtig großer Abstand zu den beiden saarländischen Mannschaften oben. Die drittstärkste oder die drittbeste bestplatzierte saarländische Mannschaft. Borussia Neunkirchen, 20 Punkte auf Rang 8. Das kann noch besser werden, mit Sicherheit auch aus dem Sinne oder aus den Gedanken von Günther Erhardt heraus. Die zweite Tabellenhälfte, Hasborn auf Rang 12, Mettlach auf Rang 13. Die sind richtig abgestürzt von Rang 6 auf Rang 13. Aber Markus Kneipp hatte so etwas ja auch schon angedeutet. Vielleicht zu stark die Anfangserfolge in dieser Liga. Elversberg 2 im Moment auf Rang 15. Auch die haben stark begonnen, haben jetzt nachgelassen. Sportfreunde Köllerbach, der Punktgewinn hat sie zumindest mal heute vom letzten Tabellenplatz auf den vorletzten, auf Rang 17 gebracht. Also ein interessanter Spieltag heute in der Oberliga und ich denke, er wird noch interessanter werden am kommenden Wochenende. Dann steht diese Arena am Samstag ganz im Zeichen des Saar-Derbys zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Homburg.